Leute von heute, was geht ab? Lang, lang ist's her. Ich bin jetzt wieder endlich mal am Start hier mit einer Quarterback-Karriere-Folge. Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich hatte einfach mal jetzt noch Corona, Digga. Wie unnötig ist das denn eigentlich, jetzt noch Corona zu kriegen? Aber okay, it is what it is. Ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, deswegen, falls ich zwischendurch mal hier komische Stimme, bisschen low energy und so, dann liegt es daran, okay? Nicht, dass ihr euch wundert. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst natürlich ein Like da und falls ihr neu seid, abonniert gerne diesen Kanal. Wir haben in letzter Zeit ziemlich viel Zuwachs wieder hier bekommen. Von daher herzlich willkommen. Wir haben die 11.000 Abonnenten geknackt. Auch dafür dickes Dankeschön. Lasst uns weiter pushen. Bald kommen die 12.000. So Leute, wir sind in Week 14. Langsam wird's ernst. Wir müssen jetzt echt mal irgendwie nochmal was rumreißen, wenn wir irgendwie in die Playoffs kommen wollen. Heute geht es gegen die starken 8-4 Panthers, aber als erstes gehen wir in die Side Activities rein und gucken mal, was diese Woche bringt. Okay, ich weiß nicht, was krasser ist. Blau oder lila? Die Rewards scheinen krasser zu sein bei lila, deswegen nehme ich einfach mal lila. Geil, Mann. Und nochmal eine lilane Aktivität oben ruf. Jetzt sind wir übrigens wieder in unserer geilen neuen Villa hier. In der letzten Episode waren wir ja zwischenzeitlich einfach kurz im alten Apartment drin, warum auch immer. So, set weekly goals. Commit to our last turnovers, pass for 250 yards, score 5 passing touchdowns. Holy moly, ich glaube 250 Yards sollten wir schaffen. Da ich ihn echt noch angeschlagen bin, nenne ich das jetzt einfach mal das Flu Game. Ja, wir wollen es ja so realistisch wie möglich machen, also tun wir einfach mal so, als wäre Eric Money auch leicht angeschlagen. Bisschen Husten noch, bisschen schlapp und dies und das. Wir gehen rein ins Game gegen die 8-4 Panthers. Let's go. Das Stadion ist schon sehr geil, muss man sagen. Oh, das sieht schon geil aus. Digga, diese unglaublich hohen Ränge da und alles, ne? Heftig, knäftig. 25 TDs, 18 Interceptions. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, die Interceptions müssen weniger werden. Das geht wirklich gar nicht. Yards sind wir, glaube ich, Erster in der Liga, was krass ist. Touchdowns allerdings sind wir nicht so weit vorne. Und Interceptions natürlich sind wir auch sehr weit vorne, leider. Panthers kommen raus, scoren direkt einen Field Goal. Okay, mal sehen, ob wir gegenhalten können. Wir fangen direkt an mit einem Play-Action-Pass. Meine Hoffnung ist hier Fant, entweder auf dem Slant oder Metcalf auf dem Crosser. Je nachdem, wie sich die Defense verhält. Oh yeah. Oder auch nicht. Damn, ich dachte, der wird safe frei. Mesh-Concept, Leute, wir haben es in der letzten Episode angesprochen. Hilton und Fant laufen das Mesh-Concept. Wir haben Lockett auf einem Corner, den wir uns auch angucken können. Ganz zur Not haben wir noch Metcalf oder Carson. Aber hier nehmen wir Easy Peasy Mesh und das ist, glaube ich, ein First Down. Yes, sir. Slot Drive, sehr schönes Play. Wir hätten outside unseren Comeback, den können wir quasi als einzelne Route uns angucken. Entweder ist der DB da oder er ist nicht da. Die würde ich werfen, wenn das jetzt zum Beispiel vielleicht Metcalf machen würde gegen den Trash DB. Okay, jetzt müssen wir aber spielen. Wir haben Fant und Hilton auf dem Konzept. Hilton ist da, Linebacker ist hochgegangen bei Fant. Dementsprechend war Hilton da. Easy Money. Wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, dass wir ein bisschen mehr Quarterback-Knowledge bzw. Football-IQ und Football-Theorie mit reinbringen können. Hier habe ich zum Beispiel Fant auf den Slant geschickt, weil der DB oder Linebacker, wer das ist, steht Head-Up, also genau vor ihm. Das heißt, er hat keine sonderlich gute Leverage, was bedeuten könnte, dass Fant auf der Slant frei wird, vorausgesetzt, der in der Mitte rennt nicht dahin. Und das war genau so. Okay, er fummelt den Ball, geile Sache. Arschgeile Nummer Fant. Good job. Aber versteht ihr, was ich meine? Ihr müsst euch auch immer die Defenders angucken, wie stehen die vor dem Snap gegenüber euren Receivern und Titans, ja? Wenn dieser Linebacker inside gestanden hätte, dann hätte ich den Slant wahrscheinlich nicht werfen können, beziehungsweise hätte den wahrscheinlich gar nicht geaudibled, sondern vielleicht ein Quickout oder so. Oh, es ist Booth Review. Aber hätte Fahrradkette, ich will auch nicht zu viel labern. Geil, Digga, der Fumble hat nicht gezählt, weil wenn es zu viel Theorie ist, wird es vielleicht auch für den einen oder anderen zu anstrengend. Hier mache ich genau das gleiche, Fant auf den Slant. Und der ist auf jeden Fall da. Easy Money. So, Leute. Double Slants. Erinnert ihr euch? Double Slants. Ich bin mal gespannt. Ja. Sehr schön. Gleiches Prinzip wie im letzten Video. Da hatte ich es schon angesprochen. Der Inside Slant zieht den Defender mit rein und dadurch wird der Outside Slant meistens frei. Smash Concept hatten wir auch in der letzten Folge einmal. Wir haben Hilton auf einem Corner, Lockett auf einem Stick. Einer von beiden müsste theoretisch frei sein, wenn es allerdings Man-Coverage ist, was gerade so aussieht, dann könnten natürlich auch beide abgedeckt sein, müssen wir mal gucken. Ja, die sind beide zu, aber OTB kommt, Metcalf ist da. OTB heißt Over the Ball, Metcalf hatte eine Inbreaking-Route, okay, das heißt, wenn links alles zu ist und der Linebacker geht vielleicht noch auf den Running Back oder auf den Tight End, dann kommt ja ganz am Ende noch Metcalf von der ganz rechten Seite reingerannt.
Wir wurden fast gesackt, das heißt, man braucht ein bisschen Zeit dafür, aber es funktioniert meistens. Sehr, sehr schöner Drive, erster Touchdown, stabil. Bei dem Play, sage ich ehrlich, lese ich einfach meistens nur Hilton und Fant. Also guck mir an, ob einer von den beiden frei ist. Hier ist es jetzt Fant, der ist frei. Sehr schön. Mesh-Konzept, Leute. Wieder easy peasy Fant oder Dizzly. Ansonsten, wenn die Linebacker wieder nach außen gehen, haben wir auch Lockett, der sich dann da hinsetzt. Also seinen Spot macht, seine Spotroute. Gucken wir mal. Lockett ist da. Easy money, Digga. Sehr schön. Was? Er hat ihn gedroppt? So ein Hund. Unser Drive-Goal war 2 consecutive pass completions und er droppt ihn einfach. Damit also das Drive-Goal nicht geschafft. Wir haben Double Slants am Start. Mal sehen, der Outside-DB steht sehr weit off. Der Inside-DB steht vielleicht sogar ein bisschen outside. Ja, nee, diesmal ist es zu, aber... Oh no! Metcalf bleibt im Mann hängen. Metcalf wäre da gewesen, wenn er nicht im Mann hängen geblieben wäre. Ich tagge meinen eigenen Receiver und wir werfen einen Pick 6, Digga. Bruh. Ja, okay. Das ist natürlich problematisch. Ja, das ist sehr bitter, ja. Also, dafür konnten wir ziemlich wenig, um ehrlich zu sein, weil eigentlich wäre Metcalf in dem Window perfekt gewesen, aber er ist halt irgendwie hängen geblieben. Schwierig. So, hier habe ich das Gefühl, ich werfe vielleicht einfach auf Carson. Nee, wir haben Slant. Let's go. Sehr, sehr geil. Carson, dadurch, dass er diese Outroute gelaufen ist, hat den Linebacker nach unten gezogen und dadurch war das Window dann offen für den Slant. Okay, Leute, wunderschönes Smash-Konzept auf beiden Seiten. Allerdings sieht es nach Man-Coverage aus. Dadurch könnte es sein, dass alles zu sein wird, außer vielleicht Carson. Deswegen schicke ich Carson noch auf so eine kleine Outroute, dass wir den zur Not werfen können. Ich hoffe aber mal, dass Metcalf sich aus dem Prester lösen kann. Metcalf. Stark, Digga. Sehr interessantes Play, was darauf abzielt, eine tiefe Route natürlich zu werfen. Gucken wir mal. Ja, komm, wir probieren es mit Metcalf. Ah, hat er den? Lol, tippt-Catch-Ding da. Ihr wisst schon, was ich meine. Krank, Alter. Geil, haben wir unserem Guy einen Shot gegeben. Erst nicht gefangen, aber dann den Tip-Drill da. Wilde Nummer von Metcalf hier. Sehr, sehr wilde Nummer. So, damit führen wir wieder und Defense hält Stand. Sehr, sehr geil. Wir fangen ganz entspannt an mit Mesh. Mittlerweile wisst ihr ja schon, wie das läuft. Okay, diesmal ist der Spot zu. Ah, wirf doch! Was ist los mit dir? Fetter Sack. Ja, da habe ich zu lange auf den Spot gewartet. Ich hätte schon früher das Mesh-Konzept werfen können. Habe ich aber leider verkackt. Starker Wurf. Sehr, sehr schön. So, wir gehen mal No Huddle, weil gleich ist schon 2-Minute Warning. Welches Play nehmen wir? Wir probieren es mit Smash. Easy. Oh, Lockett WTF! Was ist eigentlich los mit Lockett heute? Der hat vorhin schon so einen Drop gehabt. So, Leute, ich zeige euch mal eins von meinen Lieblingsplays. Das ist bei Play Action. Und dann der hier, Play Action Seam. Wir schicken Fant noch auf den Slant. Und dann haben wir halt Metcalf oder Slant. Und einer von den beiden, Metcalf oder Slant. Also einer von den beiden müsste jedenfalls offen werden. Ja. Geil. Geil, geil, geil. Wir haben eine Read-Option am Start, Leute. Wir müssen uns den Defender mit dem R angucken. Der geht rein, das heißt, wir rennen. Aber da haben schon 2 DBs gelungert. Geben wir Metcalf die Chance, er kriegt ja safe in 1v1. Also eigentlich mit X-Factor. Ja, der geht so weit, wa? Was war denn das für ein Wurf, Digga? So. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Play, was ich fast genauso in echt gespielt habe. Also Hilton ist unser erster Read. Den gucken wir uns an. Wie läuft er den Corner? Wie stehen die DBs? Wird er offen sein oder nicht? Ich schätze mal hier, er wird definitiv nicht offen sein, weil der Outside-DB sehr weit hinten steht. Das heißt, wahrscheinlich werfe ich den schon mal nicht. Wenn der über Hilton steht, nach unten schießt, weil Carson rausrennt, dann haben wir Lockett frei für ein paar Yards. Wenn er da bleibt, müssten wir Carson frei haben. Ansonsten ganz zur Not kommt Metcalf wieder OTB. Über die Mitte. Ja, hier haben wir auf jeden Fall Lockett. Und Metcalf wäre wahrscheinlich auch sogar da gewesen. 4.1, Panthers nehmen eine Timeout. Schade, es hat leider nicht ganz gereicht. Ich wäre, um ehrlich zu sein, dafür gegangen. Aber anscheinend kicken wir ein Field Goal, oder? Hä? Okay, wir haben First Down. Digga, was passiert hier? Okay, wir sind an der 15 mit einem First Down. Die Uhr tickt. Okay, okay, okay. Metcalf könnte ich sehen. Ansonsten vielleicht Hilton. Komm, Metcalf! Ah, der Wurf ein bisschen verzogen. Schade, das wäre ein Touchdown gewesen. So, ich hoffe auf Hilton.
Hilton wäre da gewesen, aber habe ich nicht schnell genug gesehen. Noch kurzer Dump-Off zum Noah-Fan von 3 Yards. Wir gehen noch Huddle. So, wir haben Double Slants gegen Press-Man-Coverage. Müssen wir mal gucken. Ja, Mann. Ja, Mann. Touchdown, oder? Ne, wir sind an der 1. Wir gehen noch Huddle. Probieren das gleiche einfach nochmal. Ansonsten renne ich rein. Oder was denn mit Fant? Fant, komm rein da. Schade. Ich dachte, er kann sich reintanken. Wir nehmen eine Timeout. Wir sind an der 2, 14 Sekunden. So, Hilton ist uncovered. Also eigentlich können wir den direkt werfen, hoffentlich. Boah, Digga, er ist nicht im Touchdown. Wir sind an der 1. Guck mal, was der Coach vorschlägt. Können wir nicht einfach... Was denn mit QB Sneak? Dritter und Goal von der 1. Wir haben keine Timeout mehr. Das muss jetzt funktionieren, Alter. Ansonsten wird die Zeit auslaufen. Jawohl, Digga. Sehr schön. Wichtig und richtig. So, zweite Halbzeit ist am Start. Wir haben den Ball als erstes. Gucken wir mal. Jawohl, den renne ich selber und pitch den dann noch. Alter, was für ein High-IQ-Play, Digga. Eric Money, good-ass job. Wir probieren es mit einer weiteren Read-Option. Die spielen aber 3-3 in der Defense. Das heißt, müssen wir mal gucken. Jawohl. Geil. Geil. Ich wollte eigentlich ein bisschen auskommen. So, jetzt nehmen wir mal einen tiefen Shot. Beziehungsweise wir müssen gucken, wie sich die beiden Safeties verhalten. Meine Hoffnung ist halt, dass Hilton da durchsprintet und in der Mitte frei wird. Wenn aber der eine Safety einfach straight nach oben geht, also vor allem der hinten links, dann wird er natürlich nicht offen sein. Ja, das könnte funktionieren. Nee, schade. Da hat der Safety echt gut übernommen. Ja, schön. Digga, was droppen die einfach so eine Bälle, ja? Sonst haben wir einen 3. und 10. Wird schwierig. Lockett kann ich nicht werfen, weil das reicht niemals, obwohl der wahrscheinlich offen sein wird. Hilton oder Fant vielleicht. Fant. Geil! Wir hatten gerade so genug Zeit, Alter. Geil, geil, geil. Good job, O-Line. So, kleiner Play-Action mit Motion. Geil, ist der frei, Alter. Easy peasy. Vielleicht können wir hier Fant auf dem Streak anspielen. Ansonsten hoffe ich auf Hilton. Ne, ist alles zu. Er ist der frei. Komm, renn rein da. Jawoll, Alter. Touchdown. Sehr, sehr schön, Mann. Nicht irgendeinen Panik geschoben, nicht irgendeinen Drecksbutton einfach gedrückt, sondern geguckt. Alles war zu, was ich erst werfen wollte. Und dann zack, haben wir aber noch unseren nächsten Read auf den Sit, beziehungsweise auf die Snack-Route. Sehr, sehr schön. Digga, wir nehmen die 8 und 4 Panthers hier gerade ganz schön hops. Geil, Defense hält Widerstand. Unser Drive-Goal sind 10 Rush Yards, okay. Wir starten mal mit einem Running-Back-Lauf und gucken, ob das damit reinzählt. Oh, wir müssen an der eigenen 6 starten. Digga. Minus 3 Yards, ey. So, Double Slant. Unser Retter in Not. Erstmal ein paar Yards geholt. Lockett, Alter, geil! LOL, krasser Scheiß, 15 Yards. Ich würde jetzt natürlich ganz gerne ein bisschen selber rennen, weil wir sollen ja unser Drive-Goal completen. Und ab geht er. Ab geht er, komm. Komm. Geil. Oh, ein Fumble ins Aus, aber macht nichts. 10 Yards haben wir geschafft, sehr schön. Hier spekuliere ich natürlich auf Hilton oder Fant. Hilton, easy money. So, wir sollen ja die Zeit runterlaufen lassen. Das heißt, wir machen jetzt mal hier ein Läufchen mit Carson über die linke Seite. Okay, tankt sich da durch. Alright, immerhin 3 Yards. 2007, nächster Lauf kommt. Da ist viel Platz. Okay, Carson, danke, dass du auch mal durch das Scheunentor durchrennst und nicht wieder irgendwo in die Mauer sprintest. Ich denke, wenn jetzt nur der Lauf erwartet wird, ist es nochmal Zeit für einen schönen Play-Action-Pass, Digga. Und ordentlich tiefe Yards. Gucken wir mal. Hat er den? Geil. Das war ein sehr, sehr komisches Play. Ich habe leider nichts offen gesehen und das zählt sogar als Sack. Das ist schade. Sehr easy. Geil. Bis zu 3 sogar. Ich probiere es hier mit einem Noah Fant Slant. Ja, den hat er. Nächster Touchdown, Alter. Let's go. Krass. Unsere Defense hat anscheinend einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wir starten an der 35. Sehr schön, Alter. Sehr schön. Geil. Oh nein, Flagge. Ich glaube, die geht gegen mich. Oder auch nicht.
Boah, Digga, Face Mask nochmal von der Defense oben rauf. Wir kommen bis an die 9, Alter. Wir probieren es hier mit einer Speed Option. Da bin ich mal sehr gespannt, was hier gehen wird. Na, okay, 2 Yards. Oh, er kommt bis an die 1. Wir haben eine Read Option hier an der 1 Yard Linie. Die Mitte ist übelst frei. Also vielleicht übergebe ich den einfach. Mal gucken. Digga, wo rennt Carson hin? Bro, wir machen das gleiche nochmal. Vielleicht sollte ich doch nicht übergeben. Nein, ich wollte gar nicht übergeben, aber okay, er tankt sich durch. Let's go. Wir hätten auch den Rushing Touchdown bekommen. Haben wir hier jetzt leider nicht gekriegt. Carson kriegt einen, aber soll es ihm auch mal gegönnt sein. Digga, wir kriegen nochmal den Ball. Holy shit. Den rennen wir sowas von selber. Oh Mann, ich dachte, ich kann ihn ausjuken. Oh, wir haben X-Factor aktiviert. Das heißt, wir können nicht mehr fummeln. Ey, das gibt's nicht. Wie langsam sind wir denn bitte? Ich habe hier gerade nur noch ein bisschen Spaß, Leute. Das Spiel ist eh vorbei. Oh, jetzt gibt's eine Flagge. Wir haben einen dicken Lauf und jetzt gibt's eine Flagge, ey. Come on, Bro. Digga, das gibt's nicht. Okay, Spiel ist vorbei. Ich nehme an, die Rushing Yards haben jetzt nicht gezählt. Also eigentlich hätte es ja bei der Flagge dann nochmal das Play von vorne geben müssen, oder nicht? 85 Yards Rushing. Vielleicht hat er doch gezählt noch. Das wäre wild. Geil. Sehr, sehr starkes Game. Flu Game war auf jeden Fall erfolgreich. Oh, 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 Leute. Okay. Es geht gegen die 49ers. Die stehen 7-6. Ist natürlich ein Erzrivale. Aber als erstes Side Activities. Oh, shit. Das ist sogar ein Thursday Night Game. Okay, das heißt, wir hatten sehr wenig Vorbereitung. 3 Rushing Touchdowns. Wollen wir das mal probieren? Wir setzen uns das mal als Ziel. Wir probieren es mal. Bro, warum kriege ich eigentlich keine Punkte mehr zum Upgraden? Alter, wir liefern übertrieben ab und kriegen hier keine Punkte. Was ist denn da los? Kann ich eigentlich irgendwo den Speed verbessern? Nee, ne? Bruh. Oh, Increase Speed Rating by 5 Points. Ab wann habe ich das? Wann kann ich das machen? Ich weiß nicht, ab wann ich das machen kann. Vielleicht ab einem 85er Overall oder so. Aktuell sind wir ein 82er Overall. Also bis wir da ankommen, dauert es noch. Also aktuell sind weder wir noch die 49ers in den Playoffs drin. Es ist Woche 15. Ich glaube, wir müssen jetzt auch alles gewinnen, damit wir überhaupt irgendwie noch eine Chance haben. Boah, ich liege ganz knapp vor Joe Burrow. Mit irgendwie 150 Yards mehr ungefähr. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, jumpen wir rein ins Spiel gegen die 7-6 Erzrivalen 49ers. Thursday Night Primetime. 29 TDs, 19 Interceptions. Sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Muss sich aber weiterhin verbessern. Gegen Trey Lance. Okay, er spielt also. Na, bin ich mal gespannt, Digga. So, Leute. Thursday Night Primetime. Und wir fangen an mit dem Ball. Und ich würde mal sagen, damit wir hier geil einsteigen, probieren wir direkt ein dickes Play rauszuhauen. Also, Fant oder Hilton hoffentlich. Mal sehen. Fant ist da. Boah, Fred Warner. Was? Er ist nicht gefangen. Bruh. Unsere Receiver und Titans müssen sich echt mal ein bisschen zusammenreißen. Fred Warner ist natürlich ein sehr brutaler Middle Linebacker. Metcalf ist da. Und der hat jetzt auch mal einen First Down. Sehr schön. So, Leute. Shallow und Dig. Also, Y Shallow spielen wir. Easy peasy. Das sind ein paar Yards, nehmen wir. Ja, das war nicht der richtige Read von mir. Jetzt haben wir einen 3. und 5. Boah, Fred Warner kommt geblitzt. Ja, Alter, stark, Mann. O-Line, good job. Easy. Fast wieder ein First Down. Wir probieren es mal mit einem Lauf beim 2. und 1, weil das ist ja eigentlich schon nicht unrealistisch. Und, oh, gerade so, Alter. Ah, scheiße, im Endeffekt wäre Hilton jetzt doch noch frei gewesen, aber das war zu spät. Da kam die D-Line schon durch. Müssen wir ihn nehmen. Das war auf jeden Fall der richtige Read. 10 Yards, 3. und 5. So, wieder ein Smash-Konzept. Metcalf hat sogar den Corner. Das könnte was werden. Ansonsten mal sehen, was hier mit Fant und Disley ist. Lockett wird safe zu sein. Nehme ich einfach mal an. Oder auch nicht. Oder auch schon. Ah, shit, Digga. 4. und 5. Wir müssen Field Goal nehmen. Okay, nice. Defense hält Stand. Wir haben den Ball wieder. Easy. Sehr schön. Okay, Noah Fant. Ja, nehme ich.
Double Slants. Easy. Boah, das ist ein tough Catch, Alter. Also für den Receiver ist das alles andere als easy. Das ist für mich zwar ein einfacher Read, aber der Receiver wird da gesmashed in der Mitte, Digga, von den zwei Defendern. Da würde ich nicht gerne in der Mitte stecken. So, ein sehr interessantes Play. Ich hoffe hier auf Lockett. Vielleicht können wir aber sogar den Deep Shot auf Metcalf nehmen, weil die haben zwei hohe Safeties. Bedeutet, die Mitte könnte frei werden. Mal sehen, ich bin sehr gespannt. Na, wir haben keine Zeit. Ah, Alter, jetzt ist Bosa sogar in seinem X-Factor drin. Junge, Junge, Junge. Na, sind ein paar Yards, nehme ich erstmal. Was? Das waren nur 3 Yards? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wir haben 4 Verticals. Mal sehen. Oh, nice, Hilton. Geil, Alter. Press direkt abgezogen, Junge. Und dann ab geht er, der Fehler. Ja. Wieder nicht gepanickt und einfach losgerannt, sondern noch schön den Pass angebracht. Easy. Guter Read, easy Play. Ich hoffe auf Fant. Ja. Komm, renn den rein für den Touchdown. Sehr schön, Alter. Geil. Mesh-Konzept mit einer Spot-Route. Spot ist da. Geil. Perfektes Timing, sehr schön. Ich gehe No-Huddle, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Oh, Spot wäre wieder offen gewesen, lol. Hätte ich nicht gedacht. Wir gehen nochmal No-Huddle, vielleicht klappt es ja nochmal direkt. Mal sehen. Ja, Spot ist da. Geil, das schaffen wir. Au, oh, Injury Timeout. So, bei dem Play bin ich mal gespannt. Ah, nehmen wir Metcalf. Wenn die alle so mega tief sitzen, dann können wir die flachste Route natürlich nehmen. Dachte ich, gebe ich Metcalf mal einen Shot. Hat er nicht hinbekommen. Warum wird hier kein Run vorgeschlagen? Ich weiß, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber wir haben auch noch 3 Timeouts. Also da muss ich jetzt selber mal das Ding in die Hand nehmen und hier vielleicht einen Fullback-Dive einfach mal raushauen. Sorry, Coach, dass ich mich deinen Vorschlägen widersetze, aber Digga, 3. und Inches, Hauptsache wir kriegen erstmal das First Down. Haben wir. Sehr schön. So, ich will Hilton anspielen. Wenn Hilton von seinem DB hier nicht komplett auseinandergenommen wird, dann könnte der über die Mitte sehr schön frei werden. Ja, Mann. Geil. Der DB hatte gar nichts mit Hilton zu tun. Hilton konnte frei rennen. Sehr, sehr schön. Wir probieren es hier mit diesem Play-Action. Oder? Nee, doch nicht. Machen einfach Double Slants. Zeit tickt. Metcalf ist wide open. Sehr schön, easy Yards. Wir nehmen unsere erste Timeout, Digga. Ganz entspannt machen wir hier. So, die spielen Press und Man Coverage. Heißt, vielleicht wird Fant sich lösen können. Ansonsten hoffe ich auf Hilton oder Lockett. Ah, bisschen verzogen. Es wäre ein Touchdown gewesen. Schade. Nicht fummeln. Okay, sehr schön. Sind einer 6. Easy. Geil, 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 geil. Vielleicht haben wir sogar ein bisschen zu schnell gescored. Jetzt haben die 49ers noch 40 Sekunden vor der Halbzeit. Hätten wir uns vielleicht mehr Zeit lassen sollen. Ja, das war scheiße. Jetzt haben die nämlich noch einen Touchdown vor der Hälfte gemacht. Aber wer weiß, Digga, 12 Sekunden, 2 Timeouts, vielleicht geht bei uns auch noch was. Ja. Wir haben nur noch 2 Sekunden nur noch. Metcalf hat X-Factor, den schicken wir auf einen Streak. Und dann hoffe ich, dass er eine Single-Coverage kriegt. Komm, Metcalf, komm! Bro, ich verstehe seinen X-Factor irgendwie nicht so ganz. Ich dachte eigentlich, Aggressive Catches gewinnt er dann in Single-Coverage. Ist das nicht so? Also, oder verwechsel ich irgendwas? So, Play-Action-Pass, ich hoffe natürlich auf Noah Fant. Ja, Mann. In die Fresse, Digga. Wir wurden von Bosa noch fett weggehauen und trotzdem haben wir den angebracht. Sehr, sehr stark. So, ich habe jetzt Disley mal nach oben geschickt, weil ich hoffe, dass der Safety oder der DB oder wer auch immer dann damit beschäftigt ist und Metcalf dadurch frei wird. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Oh no, den hat er gepickt. Alter, das gibt's nicht, ey. Ah. Das war ein starkes Play vom DB.
muss man leider so sagen. Okay, immerhin scoren sie nur ein Field Goal, das heißt, wir führen immer noch mit einem Touchdown. Jetzt müssen wir aber in dem Drive uns wieder ein bisschen mehr zusammenreißen. Sowas darf nicht nochmal passieren. Das sieht aus, als würde er blitzen, da der DB. Das bedeutet, Hilton könnte sehr frei werden. Na, er blitzt doch nicht. Hilton ist trotzdem erstmal sehr frei. Und kämpft sich durch für den First Down. So, wir haben Y Shallow. Diesmal habe ich das Gefühl, Hilton könnte sogar offen werden. Ja, Mann. Geil. Wenn er da nicht so hängen geblieben gewesen wäre, dann wären das noch deutlich mehr Yards gewesen sogar. Ah, okay, immerhin 4 Yards. So, Hilton. Leverage vom DB ist jetzt nicht optimal, aber Leverage vom Safety ist sehr geil. Oh, ah, warum ist denn der da mitgegangen? Den habe ich nicht erwartet. Okay, Metcalf vielleicht, hat einen 1v1. Wir schicken den Running Back mal in den Block. Komm, Metcalf, oh yes. Let's go. Starkes Play, Alter, geil. Also mit den 3 Rushing Touchdowns von uns, ich glaube, das können wir uns abschminken. Nice. Der Linebacker wurde hochgezogen durch die Streak von Noah Fant und dann war Metcalf darunter natürlich frei. Wir probieren es jetzt mit einem Read Option, damit wir vielleicht wenigstens einen Touchdown kriegen. Damn. Oh, mal sehen. Pitch. Renn rein. Sehr schön, Digga. Geil, Mann. Defense hat richtig gut standgehalten. Wir starten an der 30. Wir kommen wieder mit dem Shovel Play. Sehr schön. Oh, Bosa ist unser Readman. Da bin ich mal gespannt. Er fällt voll drauf rein, aber da warten auch noch Fred Warner und noch ein anderer. Okay, First Down gerade so bekommen. Ich glaube, das war Ward, oder? Übergeben wir. Nick Bosa hat draußen gewartet. Das wäre böse für uns ausgegangen, hätten wir den nicht übergeben. Guck mal, Hilton ist quasi uncovered. Also der DB steht zwar so mäßig vor ihm, aber er ist inside. Das heißt, Hilton könnte wahrscheinlich einfach mit einer Streak-Route an ihm vorbeisprinten. Außer der DB schießt jetzt nach außen. Vielleicht blitzt der DB sogar, dann ist er komplett weg. Eventuell der Linebacker mit dem M drüber schießt schnell nach außen, dann ist Hilton zu. Aber ansonsten müsste es ein Touchdown sein. Naja, wurde gebumpt und wir werden gesackt mit Fumble. What the hell? Wie schnell kam er denn durch? So, Fant ist mein erster Guy, den ich anspielen will. Wenn da der DB mit hochgeht, können wir wahrscheinlich Carson in Ruhe anspielen. Ansonsten kommt vielleicht auch noch Hilton über die Mitte. OTB. Fant. Geil. Carson wäre eigentlich der richtige Read gewesen, aber da wir einen 3. und 15 haben und Fant ja auch quasi offen war, was knapp war, aber er war offen, habe ich mich für Fant entschieden. 4 down 2, wir gehen dafür. Double Slants haben wir links. Ich glaube, das könnte funktionieren. Und tut es nicht, weil es von mir der falsche Read war. Wir hätten den Inside Slant nehmen müssen. Das war sehr, sehr schwach, muss ich sagen. 49ers haben nochmal einen Touchdown hinterher gescored, aber wir können den Ball jetzt abknien. Wir gewinnen das Ding 24-17. Die Interception am Ende hat jetzt einen bitteren Nachgeschmack. Aber ansonsten, wir haben uns damit zu einem ausgeglichenen Record wieder gekämpft. Ne? Ich glaube, wir stehen jetzt 7-7. Okay, wir hatten immerhin noch wieder 3 Touchdowns. Aber halt auch leider 2 Interceptions. Alright, als nächstes müssen wir gegen die 6 und 8 Chiefs. Ich gucke einmal noch ins Playoff-Picture rein, wie es jetzt gerade aussieht. Ja, wir sind aktuell immer noch nicht drin. Ich weiß auch nicht, ob wir es überhaupt noch schaffen werden. Keine Ahnung. Man kann hier leider nirgendwo angucken, wie viel es in der Liga steht irgendwie. Ja, okay, da kann man sehen, wie die Teams einzeln stehen. Die meisten stehen nicht sonderlich gut. Es gibt ein paar 9-5 und 8-6 und so. Aber viele stehen hier nicht gut oder auf jeden Fall nicht besser als wir. Ich würde mal sagen, unsere Chancen in die Playoffs zu kommen sind gar nicht mal so gering. Geiler Scheiß. Gut, Leute, das soll es mit dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Abonniert natürlich, falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, Leute, man sieht sich im nächsten Video. Haut rein, bis dahin, euer Eric.